Servus, Frau Wattler. Andere sagen Servus, die sagen Jo. Servus. Andere sagen Hi, die sagen Jo. Wenn die Drogen so auch stark für die Legalisierung werde, würde echt was vorangehen. Ich habe jetzt wahnsinnig lange recherchiert schon. Und ich frage mich wirklich, wieso ist Cannabis noch nicht legal? Bitte Cannabis verlass uns. Als Droge ist vor allem für junge Menschen gesundheitsschädlich. Wenn Sie von Legalisierung sprechen, dann sprechen Sie natürlich davon, dass ich eine bestimmte Botschaft vor allem an junge Menschen sende. Es gibt es nicht zu jung, sondern nur doch zu nicht eng. Zu gefährlich. Es ist doch eigentlich harmlos. Aber so schnell gehe ich nicht auf. Ich habe Argumente meiner Interviewpartner mitgebracht. Und die spiele ich der Drogenbeauftragten jetzt vor. Körperlich und geistig. Wenn es was bringen würde, würden wir ja feststellen, dass die Zahlen der Cannabiskonsumenten sinken. Es verschwendet total viele Steuergelder, die man in die Aufklärung, in die Prävention stecken könnte. Das war jetzt ein Polizist. Ich habe mit ganz vielen Polizisten geredet. Ich habe mit keinem Polizisten bisher gesprochen, der zu mir gesagt hat, wir wollen das nicht mehr leisten, wir können das nicht mehr leisten. Ihr habt doch echt einen Dreck aus dem Schrank, Alter. Ihr könnt eingesperrt und zwar alle miteinander. Strafrechtsprofessor in der Schildauer Kreis, der sagt, dass die Drogenpolitik gescheitert ist. Es ist wahnsinnig viel Arbeit, die wenig bringt, sagen die ja im Endeffekt. Und ich reiß mir für meine Videos auch immer den Arsch auf YouTube. Spielregeln müssen sein. Und die Strafrechtsprofessoren haben das Strafrecht im Blick. Ich habe die Gesundheit im Blick. Weil im Endeffekt ging es ja eigentlich Schwarzmarkt. Um die Musik oder um den Metal auf dem Kanal. Also ging eigentlich immer darum, die Welt zu verändern. Ich habe momentan kein Gras, aber du kriegst dafür ein Stück Heroin geschenkt. Was will ich mit Heroin? Wenn ich jetzt mich entschließe und sage, ich will unbedingt konsumieren und bewege mich dann durch den Schwarzmarkt, dann muss ich wissen, auf welches Risiko ich mich einlasse. Geil, schade. Wenn man sich anschaut, dass es im Rest der Welt ja auch scheinbar funktioniert, in genug Ländern legal Cannabis abzugeben, ohne dass Sodom und Gomorra entsteht. Das ist doch schon ein Argument, oder? Das ist eine Einzelmeinung. Und wenn ich die Mehrheit in unserer Bevölkerung frage, dann wird die mit Sicherheit auch sagen, Cannabis als Medizin ja, Cannabis im Just for Fun nein. Das Geiste machen wir ihm. Ich glaube, Sie haben doch jetzt gemerkt, dass ich nicht jedem Zeitgeist hinterherlaufe. Und für mich ist das so eine Lifestyle- und Zeitgeistbewegung. Oh Mann, ist ja kriminell, wenn es also Leute nach der Drogenbeauftragten geht, dann wird die Legalisierung in Deutschland nie kommen.